häufig in den Medien, dass das Kindergeld für Kinder gezahlt wird, die gar nicht in Deutschland leben. Warum ist das so? Kindergeld bekommen in Deutschland diejenigen Menschen, die Kinder unter 25 Jahre haben und die hier sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Sie zahlen also Steuern. Und es gibt eine Regelung der Europäischen Union, dass EU-Ausländer, deren Kinder noch in der Heimat sind, dass die eben auch das Kindergeld bekommen. Das gilt allerdings auch für Deutsche. Beispielsweise Eltern, deren Kinder ein Au-pair im Ausland machen oder deren Kinder ein Erasmus-Studium absolvieren. Ja, die Indexierung von Kindergeld heißt, dass das Kindergeld nicht an jeden gleich ausgezahlt wird, sondern dass es an die Lebenshaltungskosten angepasst wird. Der Hintergrund ist einfach folgender, dass ein Bulgare im Alltag sehr viel weniger Geld braucht, als es beispielsweise jemand aus Luxemburg ist. Bei der Indexierung heißt es also dann, dass das Kindergeld an die jeweiligen Lebenshaltungskosten angepasst wird und ein Bulgare eben weniger Kindergeld erhält als jemand, der aus Liechtenstein kommt. Wir finden das gerecht und setzen uns dafür ein. Aber das Ganze ist eine EU-Regelung und muss deshalb auch auf europäischer Ebene gelöst werden. Sozialmissbrauch auf der einen Seite und die Kindergeldindexierung auf der anderen Seite sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Es ist klar, wir haben insbesondere im letzten Jahr vermehrt auch von Missbrauch von Kindergeld gehört. Das heißt, EU-Ausländer werden nach Deutschland gebracht, in Schrottimmobilien gesteckt. Es werden Scheinarbeitsverträge gemacht und Geburtsurkunden vermeintlicher Kinder im EU-Ausland gefälscht. Und um es ganz klar zu sagen, das ist kriminell und muss mit aller Härte bestraft werden. Wir haben das erkannt und werden jetzt auch ein neues Gesetz auf den Weg bringen, in dem wir dem Zoll und den Familienkassen hier mehr Kompetenzen übertragen und dort auch stärker durchgreifen können. Das funktioniert dann beispielsweise so, dass wenn der Zoll vor Ort einen Verdacht hat, er dies direkt an die Familienkassen melden kann und die Familienkassen dann auch in die Lage versetzt werden, Kindergeld direkt abzustellen und nicht auszubezahlen. Wir sind der Überzeugung, dass dadurch Kindergeldmissbrauch sehr viel unattraktiver und auch schwieriger wird und das gehen wir jetzt in den nächsten Wochen an.